Ein kleiner Junge fragte seine Mutter, warum weinst du? Weil ich eine Frau bin, erzählte sie ihm. Das verstehe ich nicht, sagte er. Seine Mama umarmte ihn und sagte, und das wirst du auch niemals. Später fragte der kleine Junge seinen Vater, warum weint Mutter scheinbar ohne einen Grund? Alle Frauen weinen ohne Grund, war alles, was sein Vater sagen konnte. Der kleine Junge wuchs heran und wurde ein Mann und fragte sich immer noch, warum Frauen weinen. Endlich rief er einen Scheich an und fragte ihn, Scheich, warum weinen Frauen so leicht? Der Scheich sagte, als Allah die Frau machte, musste sie etwas Besonderes sein. Er machte ihre Schulter stark genug, um die Lasten der Welt zu tragen, doch sanft genug, um Trost zu spenden. Er gab ihr eine innere Kraft, um sowohl Geburten zu ertragen, wie die Zurückweisung, die sie von ihren Kindern erfährt. Er gab ihr eine Härte, die ihr erlaubt, weiterzumachen, wenn alle anderen aufgeben, und ihre Familie in den Zeiten von Krankheiten und Erschöpfung zu versorgen, ohne sich zu beklagen. Er gab ihr Gefühlstiefe, mit der sie ihre Kinder immer unter allen Umständen liebt, sogar wenn ihr Kind sie sehr schlimm verletzt hat. Er gab ihr Kraft, ihren Mann mit seinen Fehlern zu ertragen. Er gab ihr Weisheit, damit sie weiß, dass ein guter Ehemann niemals seine Frau verletzt. Und zum Schluss gab er ihr eine Träne zum Vergießen, die ist auch schließlich für sie, damit sie davon Gebrauch macht, wann immer es nötig ist. Und ganz zum Schluss, sagte der Scheich, die Schönheit der Frau ist nicht in der Kleidung, die sie trägt. Die Schönheit einer Frau muss in ihren Augen erkannt werden, weil sie das Tor zum ihren Herzen ist. Denn das ist der Ort, an dem Liebe wohnt. Danke für deine Antwort, lieber Scheich, und Salamu alaikum.